Ich möchte sagen, dass die Zahl der neu übermittelten Fälle trotz aller Maßnahmen noch auf einem hohen Niveau ist. Am Dienstag und am Mittwoch waren die Zahlen etwas niedriger, bei um die 4.000 etwa Fälle pro Tag. Aber heute haben wir schon wieder 5.000 Fälle pro Tag übermittelt bekommen. Es ist natürlich, dass solche Schwankungen vorkommen. Aber darum müssen wir einfach sagen, von einer Entspannung kann man noch nicht wirklich ausgehen. Ich will Ihnen eins sagen aus der Sicht auch des Seniorenministeriums. Ich bin nicht der Meinung, dass wir eine Zweiklassengesellschaft aufmachen sollten zwischen denen, die raus dürfen und denen, die drin bleiben müssen. Ich glaube, wir brauchen dort andere Lösungen, die helfen und geholfen haben.